Viele Städte in Deutschland haben Probleme mit der Luft, mit einer zu hohen Feinstaub- und Stickoxidbelastung. Auch hier in Norddeutschland. In Hamburg gibt es ja schon Dieselfahrverbote. Und Kiel. Und Kiel muss was dagegen tun, um Fahrverbote zu vermeiden. Und will deshalb jetzt die Lastwagen und Dieselautos ein paar Meter weiter weg von der Messstation fahren lassen, auf der Überholspur. Und hier, direkt an der Messstation, dürften nur noch Benziner fahren. Und wissen Sie was? Seitdem ich das Fieberthermometer in den Kühlschrank gelegt habe, war ich auch nicht mehr krank. Genial! Die Lkw fahren einfach auf der anderen Spur, wo keine Messstation ist. Und Kiel wird zum Luftkurort. Grüße aus Bad Kiel, natürlich. Es ist klar, es ist alles so ein bisschen seltsam, es ist ein bisschen absurd mit diesen Dieselfahrverboten. Da werden Straßenabschnitte gesperrt. Und gerade in Städten wie Kiel, Rostock oder Hamburg ist es ja ein bisschen seltsam, weil gerade diese Städte noch mal ganz besonders leiden unter der Umweltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe. Diese riesigen Schiffe produzieren ja ordentlich Schwefeloxide, Stickoxide, Kohlenstoffdioxid, Rußpartikel und Feinstaub. Und wo immer so ein Kahn im Hafen liegt, kriegen die Anwohner das zu spüren. Zum Beispiel dieser Herr in Rostock. Das entspricht einigen hundert Auspuffrohren von LKWs. Wenn man dann ausrechnet, dass der Schiffsdiesel vom Schwefelgehalt immer noch 100-mal so viel Schwefel enthalten darf wie LKW- und Pkw-Diesel, dann kommen da einige tausend LKWs zustande. Das ist völlig richtig. Und in Hamburg zum Beispiel ist die Schifffahrt für fast 40% der gesamten Stickoxidbelastung in der Stadt verantwortlich. Während auf der Max-Brauer-Allee in Hamburg keine Diesel mehr fahren dürfen, blasen gleichzeitig wenige Kilometer entfernt im Hamburger Hafen Kreuzfahrtschiffe ihre Abgase ungefiltert in die Luft. Aber hey, das bisschen Lungenkrebs nehmen wir doch gerne in Kauf dafür, dass sich ein paar ältere Urlauber von der Schwäbischen Alb einmal wie Leonardo DiCaprio und Kate Winslet fühlen können. Und die Schiffe lassen ihre Dieselaggregate auch im Hafen fröhlich weiterlaufen zur Stromerzeugung. So ein Kreuzfahrtschiff braucht ja wahnsinnig viel Strom. Ungefähr so viel Strom wie eine 90.000 Einwohnerstadt. Ja, das ist so wie Zwickau. Nur mit mehr Restaurants.